Leute, was geht ab, Leute? Hier. Niantic hat alle Events für November bekannt gegeben. Sehr, sehr überraschend. Wobei, vielleicht nicht alle Events. Morgen kommt Schild und Schwert raus. Und man munkelt über ein Gala-Event. Es wurden auch bereits ein paar Sachen im Spiel im Code entdeckt. Die Sache ist nur, es wäre dann, falls eins stattfinden würde, nur dieses Wochenende. Und das wäre schon extrem kurz. Denn bereits Dienstag fängt ein neues Event an. Erstmal eine sehr coole Aktion von Niantic. Man kann jetzt vorausplanen. Und das ist halt sehr, sehr wichtig, vor allem für das letzte Event für mich. Aber finde ich echt gut. Es gab schon Fälle, dass Stunden bevor der nächste Raid Boss legendäre rausgekommen ist, war immer noch nicht klar, welcher Raid Boss jetzt kommt. Und jetzt wird er einfach Wochen vorher angekündigt. Finde ich eine gute Aktion. Das mit den Seeders ist ja auch kommt ja auch immer gut an, dass die früher angekündigt werden und die nächsten 2, 3, 4 Termine bereits bekannt sind, damit die Leute halt planen können, gegebenenfalls die Schichten ändern und sowas. Manche fliegen oder fahren auch irgendwo anders hin für den C-Day, zum Beispiel in irgendeine Mall oder sowas. Auf jeden Fall fängt am 19., das ist, glaube ich, der Dienstag. Genau, Dienstag, wir sind natürlich live ab 21 Uhr und da fängt die super effektive Woche an. Klingt ziemlich interessant, aber ist gar nicht so interessant. Es gibt Shiny Tentacha, warum auch immer, aber okay, wird Zeit. Und Pokémon, die effektiv sind gegen Team Rocket, spawnen vermehrt. Was das genau heißt, wissen wir noch nicht, werden wir noch erfahren. Die sind dann natürlich auch öfter in den Raids. Auch da, abhängig davon, wie gut die sind, wird es dann interessant. Wie zum Beispiel jetzt Team Rocket Event, das war mega schlecht, die Raids waren mega uninteressant. Dementsprechend wurde das Event für mich persönlich, sehr schlecht. Und auch da, ausgehend davon, was in den Quests ist, wird für mich das Event interessant oder uninteressant. Zusätzlich, kleine Boni, Doppelsternstaub bei Trainerkämpfen. Man kriegt eh nur 3 Belohnungen am Tag, also das ist jetzt nicht wirklich entscheidend. Das sind halt, keine Ahnung, 1500 extra Staub, mehr Tränke und Beleber aus Pokestops. Vielen Dank, Niantic. Ich habe meistens immer Beleber und Tränkemangel. Aber wenn ich viel raide, also Raid-Touren, die Raid-Stunde oder sowas mitnehme, dann heilen sich meine Pokémon eigentlich wieder. Dementsprechend so notwendig ist das jetzt auch nicht. Vor allem, momentan mache ich nicht so viel Arenen, weil ich die ganze Zeit nur Mankeys jage. Und garantierte Ladeterms nur aus 3er-Raids. Am Anfang hatte Niantic das fälschlicherweise gesagt, dass es für 3er, 4er und 5er-Raids wäre, aber dann haben die sich korrigiert und gesagt, nur 3er-Raids. Wie gesagt, abhängig davon. Wobei, die Ladeterms brauchen, aka die PvP-Spieler, die können halt jetzt das jagen und ja, gönnt euch die Ladeterms, ihr leidenden PvP-Spieler. Dann wurde der nächste Raid-Boss bekannt gegeben, nach Cobalion, und das ist Terrakion. Ungefähr 3 Wochen ist er am Start. Gestein, Kampf. Mal schauen, wie gut der sein wird. Muss ich nochmal genau abchecken. Aber an sich ist es mir egal. Ich sammle alles. Also auch von dem wird dann so viel gemacht, bis ich einen 96er aufwärts habe. Genau. Cobalion habe ich jetzt übrigens sogar 2. Gestern während der Rage-Stunde auch noch einen zweiten 98er gefangen. Leider kein 100er. Jetzt kommen wir zum letzten Event. Und zwar läuft die super effektive Woche vom 19. bis zum 26. Und ab dem 27. fängt das Freundesfest an. Das läuft nur irgendwie 5 Tage oder so, bis zum 2.12. Ist ein bisschen kurz, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage. Ich weiß nicht, wieso die nicht genau eine Woche machen, sondern einen Tag kürzer. Aber Niantic wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Das Gute ist, das Krasse ist, 2 Spezialtausche am Tag. Dann gibt es auch irgendwelche familienbasierenden, themenbasierenden Pokémon, die spawnen und deren Entwicklung. Unter anderem Nidoran, die ganze Nidoran, weiblich-männlich Familie. Halbe Staubkosten fürs Tauschen. Das heißt, neue Einträge zum Beispiel anstatt 40.000, 20.000 und sowas. Anstatt 80.000, 40.000. Also das kann man sich auf jeden Fall geben. Besser als dieses ein Viertel. Und wie gesagt, diese 2 Spezialtausche. Dann gibt es auch Angriffsbonus bei Raids und sowas, wenn du mit deinen Freunden raidest. Kann ich persönlich meistens ignorieren. Hier und da, wenn man irgendwelche Min-Versuche macht, ist es relevant. Oder wenn man ein Dorfspieler ist und normalerweise nicht genug Spieler zusammenbekommt oder sowas. Oder jetzt im Winter natürlich, Winter, weniger Leute sind aktiv, müssen wir uns gegenseitig aushelfen. Das könnte auch ein wichtiger Faktor sein. Aber das Wichtige für mich ist, die 2 Spezialtausche am Tag, denn momentan mache ich viele Glückstausche. Ich kriege eigentlich jeden Tag 1, 2 Leute rein. Und ja, das sammelt sich, das staut sich, vor allem wenn man da nicht jeden Tag hinterher ist, sammelt es sich und dann hat man irgendwann zu viele. Und 2, das wird abgesammelt. Zum Beispiel habe ich jetzt 4 Glücksfreunde in Kassel. Und naja, für 4 Tage habe ich jetzt nicht wirklich Zeit und Lust nach Kassel zu fahren. Aber wenn ich 2 am Tag machen kann, muss ich nur noch 2 Tage hin. Also ich kann zum Beispiel Freitagabend hin, 2 mal tauschen, eine Nacht nur da bleiben
Samstag zweimal tauschen und dann wieder heim. Und das werde ich wahrscheinlich auch machen. Oder der Kollege 4K Drohne, der 3 Accounts hat und ich bin mit allen 3 Glücksfreunde. Anstatt dass er jetzt 3 Tage da ist, muss er nur noch eine Nacht da sein. Und wir können tauschen, alle 4, also alle 3 Accounts. Und dann habe ich sogar einen Tausch noch über. Und es ist halt sehr gut, dass Niantic das so früh bekannt gegeben hat, denn jetzt kann ich planen, jetzt kann ich meine Reisen planen und sowas. Jetzt können die anderen ihre Reisen planen, damit wir eine Menge tauschen können. Also ich freue mich, wird interessant, auf jeden Fall. Das Einzige, was mir so auffällt, ist, das sind alles nette kleine Events. Es gibt jetzt nicht so ein großes Hammer-Event, wo man durchsuchen muss, wo es dreifach Sternstopp gibt, wo es dreifach EP gibt oder sowas. Ich weiß, EP ist jetzt nicht mehr so interessant, aber trotzdem zählt es ja immer noch als, oder Doppelbombung, Dreifachbombung oder sowas, zählt ja immer noch zu den großen Events. Und das sind halt so kleine Events mit so netten kleinen Boni, aber im Grunde genommen sind die meistens irrelevant, wie zum Beispiel dieses Doppelsternstopp für Trainerkämpfe oder so. Kann man ja im Grunde genommen ignorieren. Aber dieses große Event, davon ist im November nicht zu sehen. Mal schauen, was da im Dezember stattfinden wird. Aber das war's von mir, Leute. Kleine Info und meine Meinung zu der Info von Niantic. Vielen Dank, Niantic, fürs Bescheid geben. Ich freue mich auf jeden Fall auf das letzte Event. Da wird eine Menge getauscht. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Memes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.